wie gesagt, heute in Schleswig-Holstein, Bad Segeberg. Der erste ja, Subhanallah, wir sollten eigentlich jetzt in Bosnien sein. Und als ich erfahren hatte, dass man hier einen Infostand angemeldet hat und dass der zukünftige Bruder immer noch kein Muslim ist, das hat mich richtig umgehauen. Und ich wollte gerne dabei sein und ich habe Allah darum gebeten, dabei zu sein. Aber wie gesagt, wir sollten in Bosnien sein und Allah hat es ermöglicht, dass wir hier heute in dieser Stadt sein müssen, mit ihm inshallah gleich die Shahada aussprechen. Die Flüge von uns sind gecancelt. Wir bedanken uns auch in diesem Sinne bei der Lufthansa halt. Und Alhamdulillah, das ist eine Freude für uns und das auch, Subhanallah, ein Appell an alle Muslimen. Ein Nicht-Muslim ist begeistert von diesem Projekt, meldet einen Infostand an und sein Wunsch, einen Infostand zu machen und das Glaubensbekenntnis an diesem Infostand auszusprechen. Und dafür sind wir 400-500 Kilometer gereist. Alhamdulillah, wie der Prophet a.s.w. gesagt hat, wenn Allah durch dich jemanden recht leitet, ist es besser für dich als alles auf dieser Erde. Und Alhamdulillah, ich bin selber sprachlos, aber wir fangen inshallah jetzt an. Ja, Assalamu alaikum, lieber Sören. Alaikum assalam. Ja, Bruder bist du ja eigentlich noch gar nicht, ja? Nein. Noch nicht, nein, ja? Bin ich nicht. Also ich bin wirklich auch noch sprachlos, Gänsehaut, es ist total unglaublich, ja? Du bist Däne? Ja, bin ich. Wie man aus dem Namen Sören unschwer erkennen kann, ja? Mashallah, du, als ich dich heute das erste Mal hier gesehen habe, dieses glückliche Gesicht, Nur im Gesicht, diese Strahlen. Achi, was hat dich bewegt, fragen sich jetzt alle Leute, dass du hier einen Infostand angemeldet hast? Ja, das ist eine lange Geschichte. Also eigentlich habe ich ja Ali begegnet vor ungefähr 1,5 Jahren jetzt. Wer ist Ali? Ali hier, mein Freund Ali Feine. Assalamu alaikum Ali. Salam. Du bist kein Türke, du bist kein Marokkaner, kein Tunesier, sondern ein? Aus Libanon. Aus Libanon, mashallah, mashallah. Und vielleicht nochmal für die Geschwister auch, ich muss mich wieder bremsen, ein bisschen begeistert. Du hast auch, das muss man auch den Leuten sagen, wie soll ich sagen, die Wurzeln bei dir, Sunni, Schiit, nur dass die Leute das auch sehen. Alhamdulillah, dass das alles auch funktioniert miteinander. Ich bin ne? Muslim, Alhamdulillah. Muslim, so. Alhamdulillah. Ja, kommen wir wieder zurück zum Sören. Ja. Sören, komm, wir brauchen ein bisschen mehr Informationen über dich. Also, du bist, habe ich gerade noch erfahren, 38 Jahre alt? Ja, 37. In 3 Wochen 38, ja. Du bist verheiratet? Noch nicht. Noch nicht? Noch nicht. Okay, keine Kinder? Doch, einen. Einen. Junge, ja. Mädchen? Junge. Und du bist aufmerksam geworden durch Fernsehwerbung oder wie? Ja, auch, aber eigentlich durch Ali, meinen Freund. Also ich war, als ich ihn begegnet habe, war ich unglaublich, hatte keine Glaube. Ich bin in Dänemark erzogen geworden, heißt das so, Deutsch? Aufgewachsen, ja. Und in Dänemark gibt es eigentlich ganz wenig Religion und das, was es da gibt. Das ist kostenlos für Sie. Ja, ich möchte zwei, weil mein Chef möchte auch. Gerne. Ja. Mashallah, Sören, das ist dein, inshallah, dein Lohn, ja? Ja. Alhamdulillah. Ja, erzähl weiter. Ja, da hatte ich keine Glaube. Dann hat mir Ali davon erzählt. Nochmal, was gibt es für einen Glauben in Dänemark? Es gibt eigentlich keinen. Christlichen wird es doch wohl geben, oder? Wie bitte? Keinen christlichen Glauben? Keiner glaubt in Dänemark an Gott. Nein. Gar nichts? Nein, das ist sehr wenig, sehr wenig. Aber Kirchen gibt es ja. Ja, viel, aber keine gehen dahin. Also man geht dahin zum Weihnachten und ja, das ist eigentlich das. Okay. Und das ist nicht wegen der Religion, das ist nur wegen Tradition. Also du hast nur Tradition gemacht? Das ist Tradition, das ist keine Religion. Weihnachten hast du auch gefeiert? Habe ich auch gemacht, okay, ja. Ja, klar. Das war ja Tradition. So war das bei uns. Habe ich Ali begegnet und hat mir von Islam erzählt. Und ich habe ihm gleich gesagt, ich glaube nicht an Religion. Und wir haben sehr viel darüber geredet, muss ich ehrlich sagen. Er hat mich auch Videos gezeigt im Internet, auch von die wahre Religion. Aber was mich am meisten betroffen hat, war die Videos von Marcel Krass. Mashallah, wiederhol das noch für den Bruder, dass er nur das mal hört. Das von Marcel Krass. Mashallah. Die haben mich so richtig überzeugt. er hat ein Video gemacht, wo er erzählt, wie die ganze Welt erschaffen geworden ist, wenn man jetzt nicht glaubig ist und wenn man jetzt glaubig ist. Und die verschiedenen Dinge, da hat meinen Kopf verdreht. Es kann ja nicht sein. Als was ich gedacht habe, kann nicht sein. Das ist zu viele Zufälle. Das geht gar nicht. Und ja. Also dein logischer Menschenverstand hat gesagt,
hier stimmt was nicht. Also genau. Es muss einen Schöpfer geben. Ja, und ich habe bis dann immer an The Big Bang geglaubt. Big Bang Theory, die Theorie, der Urknall. Genau, genau, genau. Und seitdem ich dann bin ich mit Marcel Krass erstmal angefangen, habe ich auch noch viel mehr mit Ali darüber geredet, habe mich Videos von Pierre Vogel angeguckt auch. Und dann das schöne Video von Bruder Abunaji mit der Rechnung. Ja. Mit der Rechnung? Was war das? Im Koran. Das war mit dem Namen Allah im Koran. Ach so, die Wunder im Koran. Ja, Wunder genau. Im Koran, genau. Das kann auch kein Zufall sein. Also deswegen, und als das habe ich dann gelernt. Und dann habe ich angefangen, den Islam zu studieren. Nicht so richtig studieren, aber lesen, im Internet reingucken, den Koran lesen. Ja, ich wollte mich nicht einfach reinwerfen, ich wollte sicher sein. Wie viel ungefähr für die Geschwister? Eine Stunde, eine halbe Stunde, drei Tage? Ein Jahr? Ein Jahr. Allahu Akbar. Ein Jahr habe ich. Und als Ungläubiger Dauer gemacht in Dänemark. Ja. Auf Prival mit seinen Lehrern. Ja. Wie, du warst in Dänemark? Nein, oder? Er war auf Prival. Ach so. Und hat den Namen jetzt in Dänemark der dänische Moslem. Du bist jetzt der dänische Moslem? Ja, das sagen sie da. Ich hab mein erstes Koran von Lies Projekt bekommen. Habe ich in 4 Tagen wieder verschenkt. Wo hast du das bekommen? Wo hast du das bekommen? Von Ebay. Post? Nee, ja, per Post, bei Ebay. Ja. Konnte man ihn bestellen auch. Kostenlos? Ja, das war kostenlos. Alhamdulillah, gut. Ja, aber du konntest spenden, so alles war gut. Alhamdulillah. Und dann habe ich dann ich habe ihn 4 oder 5 Tage gehabt und dann gleich wieder verschenkt. So. Verschenkt? Warum hast du verschenkt? Ja, ich habe anderen von Islam erzählt und die wollten gerne mehr darüber wissen. Und dann, ich bin nicht stark in Islam, ich kenne mich nicht so gut aus, habe ihnen einfach gesagt, lese mal selbst den Koran. Ich will dir nichts vorbügen, ich will ihn zu nichts zwingen. Lies den Koran, aber mach deine eigene Entscheidung. Eins hast du noch. Ja, eins habe ich noch. Ja, klar. Guck mal, wir zögern jetzt nicht. Ja? Weil derjenige, der ohne Islam stirbt, der geht in die Hölle. Ja. Und es hilft in ihm auch keine Absichten mehr. Deshalb machen wir das jetzt inshallah mit dem Glaubensbekenntnis. Und dann können wir inshallah stundenlang reden. Ja. Also, du bist überzeugt, dass keiner verdient hat, angebetet zu werden außer Allah? Ja. Und du bist überzeugt, dass Muhammad sein letzter Gesandter und Prophet und Diener ist? Ja. Alhamdulillah. Wir müssen jetzt das Glaubensbekenntnis auf Arabisch aussprechen, ja. Damit das legitim wird. Ja. Ja? Und Islam bedeutet Absichten und Taten. Also die Zunge muss sich bewegen und bezeugen, dass keiner verdient hat, angebetet zu werden außer Allah. Jetzt. Ashadu. An. La ilaha. Illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasul Allah. Takbir, Allahu Akbar. Mashallah. Ja komm, ich muss ihn erstmal drücken hier. Guck mal, dadurch sind alle deine vorherigen Sünden gelöscht. Ja? Schön. Alhamdulillah, das ist die Gnade Allah. Und guck mal, du hast den Infostand hier angemeldet. Mhm. Und jetzt jeder, der Koranübersetzung mitnimmt und richtig geleitet wird, kriegst du den Lohn inshallah dafür. Ja? Sein Lohn wird nicht vermindert. Wir freuen uns auf dich. Und Alhamdulillah, die ganze Strecke gestern haben wir nur Allah Lob gepriesen, dass Allah Menschen richtig leitet. Am Ende der Welt. Ja? Einer hat mich einmal gefragt, bist du bereit nach China zu fliegen oder zu fahren, wenn einer dort den Islam annehmen will? Ich habe gesagt, ja. Mhm. Bruder, können wir ihn jetzt mal umarmen? Ich will Bruder, Maschallah. Ja, ich dürfte ihn auch beglückwünschen, Bruder. Maschallah. Bruder, wie fühlst du dich gerade, als der Sören ist in Islam angenommen? Freut mich, Allah. Wie fühlst du dich überhaupt, Bruder? Schön, schön, ja? Richtig schön. Ich habe darauf ein bisschen schon gewartet, aber ich wollte es ja so richtig machen. Nicht einfach so auf einen Tag, das muss schon richtig sein. Sein Wunsch war, dass Ibrahim Abunaji die Schahada mit ihm macht. Ja. Maschallah. Warum gerade er?
Er macht das Lease-Projekt und ich finde, wenn man jetzt sowas hier macht, umsonst, dann steht man stark bei Allah. Und ja, deswegen. Ja, Bruder, du hast mit Allahs Hilfe ihm ja auch, inshallah, den Weg zum Islam süß gemacht, erleichtert. Wie fühlst du dich gerade? Ist das dein bester Freund, Kollege oder das wie verstehe ich das jetzt? Das ist mein bester Freund. Jetzt ist es mein richtiger Bruder und ich habe Angst gehabt, dass ihm irgendwas passiert, bevor er die Schahada ausspricht. Aber doch, das ist schön, sehr schön. Möge Allah dich belohnen, Bruder, das, was du gemacht hast.